morgen zusammen. An einem wunderschönen Tag wie heute wieder. Strahlend blauer Himmel. Alles passt. Wollen eine schöne Ausfahrt machen. Heute würde ich mit meinem McLaren Senna unterwegs sein. Den habe ich zur Kfz-Tech gegeben. Nochmal zur Durchsicht. Ein bisschen Einstellungen sollten die machen. Und da werden wir gleich hinfahren. Starten werden wir heute mit einem 27, werde ich hier losfahren von mir. Der bleibt dann auch bei der Kfz-Tech oder der Dennis fährt damit vielleicht auch eine Probefahrt mit. Der muss noch was eingestellt werden. Der ist mal gechippt worden von uns und die Leistung noch mal optimieren und alles durchsehen. Wir gehen mal rein hier. Ist von uns noch der 620er, der hier hinter mir steht. Da wird heute mein Sohn mit unterwegs sein. Ja, auch er, nicht so der Frühaufsteher, noch unterwegs, aber wird, glaube ich, gleich kommen. Und dann werden wir damit auch loslegen. Ja, das ist hier so die Flipperbude, wie wir sie immer nennen. Ja, was ist die Flipperbude? Das kann man sagen, eine Garage mit allen möglichen Antiquitäten und so, was ich die letzten 30 Jahre zusammengesammelt habe. Hat mal ganz klein angefangen mit einem Opel, mit einem Schild mal einfach dabei in einer normalen Garage und in 30 Jahren ist halt die Flipperbude daraus entstanden. Ja, hier ist die frühere Werkstatt, wo ich immer so die Sachen ein bisschen in Stand gehalten habe, kleine Reparaturen ausgeführt habe. Seht da hinter mir der 27er, den haben wir komplett umlackiert in einem Porsche Grün. Grün hatte ich noch kein Auto, haben wir uns entschieden, den mal grün zu machen. Ich finde auch eine schöne Farbe, die hier gekommen ist. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Vielleicht auch kurzer Einblick auf der Fahrt zur Kfz-Tech hin. Sind schöne Wege durch Wälder und so. Und dann melde ich mich von der Kfz-Tech wieder bei euch. Gesagt haben, so einmal auf der Tour zum Nürburgring, sind schöne Waldstraßen, kleine Sträßchen gefahren, hat mega Spaß gemacht, haben eine ganze Truppe dabei, 14 Autos, werden wir euch gleich mal alle so ein bisschen durchfilmen. Ja, sind hier angekommen, im Hintergrund stehen unsere zwei Autos, der McLaren Senna und der 620R, beide in der gleichen Farbe, schöne Farbkombi. Ja, wir werden gleich mal Kameras montieren, euch mal eine Runde über die Strecke mitnehmen, die Grand Prix Strecke ist im Moment noch geschlossen. Hat es einen kleinen Unfall gegeben, jetzt eben war wohl ein Reh auf der Strecke, was noch eingefangen werden muss, aber sobald die Strecke auf ist, gehen wir eine Runde auf die Strecke. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Strecke und wir machen euch noch ein paar schöne Bilder von den anderen mit den ganzen Autos. Ein schöner Tag geht wieder zu Ende. Wetter hat sich gehalten, hat wieder super Spaß gemacht hier auf der Strecke. Mit vielen Freunden hier gefahren, auch über die Grand Prix Strecke vom Nürburgring sind wir ein paar Runden gedreht. Hat wieder super Spaß gemacht. Der Senna auch Traumauto neben dem KTM. Also die zwei tun sich nicht viel, aber dadurch, dass der KTM ja Slicks hat, wird er ein bisschen schneller auf der Rundenzeit sein. Ja, und wie gesagt, lasst ein Like da.
Das hilft uns immer und abonniert den Kanal, dann verpasst auch kein neues Video. Und wir sind auch auf Instagram zu sehen, könnt Kommentare schreiben, wenn wir was verbessern sollen. Oder wenn ihr euch was wünscht, was ihr bis jetzt gesehen habt, wo wir noch was dazufügen müssen oder so, schreibt uns einfach, wir werden unser Bestes tun. Ja, ansonsten geht der Tag heute zu Ende. Wir werden gleich auch hier aufbrechen und gemütlich nach Hause fahren. War alles mega schön. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.